schöne Sachen reintut, die das relativ klar halten. Also wie gesagt, ist eigentlich sehr, sehr kreativ und man sollte immer das reintun, was einem schmeckt. Was sind noch Fragen? Von den KEs her, Broteinheiten, was muss ich denn da rechnen? Bitte? Broteinheiten für Diabetiker, was muss ich denn da rechnen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Weil du vorhin gesagt hast, der Reis, der ist... Ach, sehr, sehr viel Stärke, ist richtig. Der hat viel Stärke, ja. Nee, aber es ging ja jetzt darum, so ein Ding hat jetzt 250 Gramm. Okay. Ja, und 45 Gramm ist eine KE dann quasi. Es müssten so 5 KE sein dann. Bisschen mehr dann. Oder wie ist es jetzt zu berechnen, der Reis? Ja, du musst nur den Reis berechnen, freilich. Ja, meine ich ja, aber er hat ja gesagt, er wird anders berechnet, irgendwie der Sushi-Reis. Ich habe gesagt, er quillt auf. Das heißt, wenn man